In der Schule wirst du deine ersten Gedichte schreiben. Meistens sind das Elfchen. Viele Kinder haben keine Idee, wovon ihr Elfchen handeln könnte. Wenn du auch keine Idee hast, schau dir dieses Video an. Ich gebe dir ein paar Beispiele für dein Gedicht. Jetzt nochmal zur Erinnerung, was ist ein Elfchen eigentlich? Das ist eine ganz spezielle, einfache Gedichtform, die immer gleich aussieht und immer der gleichen Struktur folgt. Du hast 11 Wörter, die in 5 Zeilen angeordnet sind. Und zwar beginnst du mit einem Wort, das ist dein Thema, deine Überschrift. In der zweiten Zeile hast du 2 Wörter, in der dritten 3, in der vierten 4 und in der fünften und letzten Zeile wieder ein Wort. Zusammen sind das 11 Wörter und es geht hier um das Elfchen. Vielleicht möchtest du über Tiere schreiben. Glückstier. Die Sonne scheint auf Elias, das alte, weise Nilpferd, wärmend. Eule, dichtes Gefieder, klug und clever, wartet auf die Nacht, hungrig. Würmer, graben stetig, Löcher in Erde, leise, Meter um Meter Tunnel. Kraniche, fliegen hoch, in der Gruppe, nah an der Sonne, Freiheit. Seepferdchen, schweben leise in blauem Wasser, steuern mit dem Schwanz Meeresrauschen. Pferde blähen nüstern, schütteln die Mähne, stampfen mit dem Huf, Reiterlust. Oder du schreibst lieber über Dinge, Dinge, die dir gefallen. Zum Beispiel Sportwagen, immer schnell, Chrom und Lack, brausen durch die Welt, überflüssig. Computer, immer online, Monitor und Maus, verbunden mit der Welt, Nerd. Schmuck, glitzert hell, wertvoll und selten, als Geschenk für dich, Weihnachten. Wohnwagen, gemütliches Heim, Haus auf Rädern, für die ganze Familie, Reiselust. Freibad, kaltes Wasser, Bikini und Badehose, Kinder springen vom Turm, Erfrischung. Roller, einfach losfahren, auf der Straße macht das Fahren Spaß, Vorsicht. Oder du möchtest gerne über Personen schreiben. Oma, weiche Haut, warm und kuschelig, immer für mich da, unverzichtbar. Opa, macht Witze, immer gut gelaunt, kann tolle Suppe kochen, zu Hause. Mama, du bist mein Ruheort, immer für mich da, Liebe. Papa, ohne dich ist mein Tag einfach nicht so schön. Liebe. Bruder, oft nervig, meistens aber nett, ganz nah bei mir, Seelenfreund. Schwester, bunte Pullis, oft zu laut, macht mir alles nach, Klebstoff. Das waren 18 Beispiele für Elfchen. Suche dir ein Thema. Das erste Wort ist deine Überschrift. Finde Stichwörter dazu, sortiere sie und bringe sie in die Elfchenform. Es ist gar nicht schwer. Und jetzt versuche es selber. Und wenn du möchtest, schreib dein Elfchen in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib uns einfach ein Like, abonniere den Kanal und teile das Video. Wir wünschen dir viel Spaß beim Elfchenschreiben.